Hallo, in diesem Video geht es wieder mal über Münzen. Und zwar geht es darum, dreimal Kopf zu bekommen in 8 Würfen. Also ich möchte wissen, die Wahrscheinlichkeit, dreimal Kopf zu haben. Dreimal Kopf in 8 Würfen. Und zwar soll das eine faire Münze sein. Also kein Problem, die Wahrscheinlichkeit für Kopf oder Zahl ist gleich groß. Ist jedes Mal ein halb. Ihr seht schon, 8 Würfe, das heißt, wir brauchen gar nicht jetzt anfangen, hier alle Kombinationen aufzuschreiben. Kopf, Kopf, Zahl, Kopf, Zahl, Kopf, Kopf, Zahl. Das wäre hier so ein mögliches Ergebnis von 8 Würfen. Wenn wir da alle möglichen Kombinationen aufschreiben wollten, dann wären wir jetzt die nächsten Stunden beschäftigt. Also das wird nicht funktionieren. Wir müssen das Ganze mit Formeln berechnen, mit den Formeln, die wir bei den Permutationen und Kombinationen kennengelernt haben. Also diesen Versuch wollen wir hier nicht machen mit diesem Aufschreiben, sondern wir wollen das Ganze analytisch ausrechnen sozusagen. Wenn wir diese Wahrscheinlichkeit ausrechnen, da wir hier eine faire Münze haben, gleichwahrscheinliche Ergebnisse, da können wir hier in der einfachen Art vorgehen, da können wir sagen, okay, diese Wahrscheinlichkeit ist ein Bruch und unten steht die Zahl aller möglichen Ergebnisse. Zahl der möglichen Ergebnisse. Und oben, was war oben? Oben war die Zahl aller Ergebnisse, die diese Bedingung hier erfüllen, nämlich dass eben bei 8 Würfen dreimal Kopf erscheint. Also Zahl der Ergebnisse, die Bedingung erfüllen. Eigentlich die Bedingung erfüllen. Ja, so hat mir das auch bei diesen ganz einfachen Beispielen gemacht. Starten wir erstmal hier mit der Zahl der möglichen Ergebnisse. 8 Würfe. Beim ersten Wurf habe ich 2 mögliche Ergebnisse, nämlich Kopf oder Zahl. Beim zweiten kommen nochmal 2 solche Ergebnisse dazu. Das heißt, ich habe insgesamt 4 Varianten und das erhöht sich dann natürlich immer mit dem Faktor 2. Mit jedem neuen Wurf. Das heißt, wenn ich 8 Würfe habe, 8, ja genau, da habe ich also 2 hoch 8 mögliche Ergebnisse. Also das ist schon mal das, was im Nenner steht. Ja, und jetzt ist die andere Frage, wie viele dieser Ergebnisse erfüllen denn die Bedingung? Ich will dreimal Kopf haben in 8 Würfen. Das heißt, ich nehme diese 8 Würfe, also ich habe da einen Wurf Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. 4, 5, 6, 7, 8, das sind sozusagen die Bezeichnung dieser 8 Würfe. Und jetzt könnte ich mir ja sagen, okay, kann ja sein, dass ich im ersten und im dritten und im vierten Wurf Kopf habe. Es kann aber auch sein, dass ich im siebten, im sechsten, im siebten und im achten Wurf Kopf habe. Oder ich habe im zweiten und vierten und fünften Wurf Kopf. Das heißt, ich habe lauter solche Dreiergrüppchen hier. Und was ich mir überlegen muss, ist eigentlich, wie viele solche Dreiergrüppchen gibt es denn eigentlich? Wie viele solche Dreiergrüppchen kann ich bilden? Und mich interessieren jetzt nicht Dreiergrüppchen, zum Beispiel, dass ich sage hier 1, 3 und 4, das wäre die erste Dreiergruppe. Dann könnte ich ja auch sagen, ja, was ist denn jetzt mit 3, 1 und 4? Das ist ja auch so eine Dreiergruppe. Die interessiert mich nicht. Für mich ist das dasselbe. Das heißt ja nur, dass im ersten Wurf Kopf kommt, im dritten Wurf kommt Kopf und im vierten Wurf kommt Kopf. Das jetzt andersrum zu schreiben, hat für mich keine Bedeutung. Deshalb zählt das für mich nicht doppelt, sondern das zählt für mich nur einfach. Das heißt, wir reden hier davon, dass wir die Zahl der Kombinationen ermitteln müssen, nicht die Zahl der Permutationen. Bei den Permutationen würde das ja immer einzeln hier mitgezählt werden. Bei den Kombinationen zählt hier nur diese Gruppe und diese einzelnen Umstellungen hier werden nicht mitgezählt. Ja, und für die Kombinationen gab es ja diese nette Formel, dass ich sage, ich habe eine Gruppe von n Elementen und ich bilde daraus Grüppchen mit k Elementen. Wie viele solche Grüppchen gibt es? Na, das ist das n über k oder k aus n. Das sind n Fakultät geteilt durch k Fakultät mal n minus k Fakultät. Das ist die Zahl der Dreiergrüppchen, die ich hier bilden kann. Und wenn ihr euch erinnert, dieser hintere Teil, dieses
n-Fakultät durch n-k-Fakultät. Dieser hintere Teil, das beschrieb er die Zahl der Permutationen. Da sind diese ganzen Umstellungen hier einzeln mitgezählt. Und damit ich das wieder korrigiere, weil mich ja diese einzelnen Umstellungen nicht interessieren, teile ich das nochmal durch die Zahl der Permutationen, die ich hier mit dieser Dreiergruppe machen kann. Das ist nämlich k-Fakultät, Permutationen, das teile ich nochmal durch. Und dann kriege ich die Zahl der Kombinationen, die ich dann hier oben in diese Gleichung einsetzen möchte. Ja, und hier in unserem Beispiel wäre das n, die Zahl der Würfe, das wären gerade 8 Würfe. Und k wäre die Zahl der Elemente in den Grüppchen, die ich bilde. Ich bilde da immer diese Dreiergrüppchen, das heißt 3 Elemente habe ich. Und was ich bestimmen möchte ist, wie viele solche Dreiergrüppchen kann ich denn bilden aus der Menge mit 8 Elementen. So 3 aus 8. Und das, wenn ich hier einsetze, dann habe ich hier oben 8 Fakultät geteilt durch 3 Fakultät. Und 8 minus 3, das gibt mir 5 Fakultät. Ich kann es erstmal genau ausschreiben. Das wäre also 8 mal 7 mal 6 mal 5 mal 4 mal 3, jetzt wieder knapp hier, mal 2 mal 1. So, und das Ganze muss ich teilen. 3 Fakultät lasse ich erstmal stehen. 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. Und ihr seht schon hier, dieser hintere Teil, das ist das, was ich rausstreichen kann, das kürze ich. Und ich habe nur übrig 8 mal 7 mal 6 geteilt durch 3 Fakultät. Und das 3 Fakultät ist 3 mal 2 mal 1, das ist gerade 6. Also habe ich hier nur 7 mal 8 und das sind gerade 56. Also ich habe 56 solche Kombinationen. Ich kann diese 8er-Gruppe hier auf 56 verschiedene Weisen in Dreiergrüppchen unterteilen. Und jede dieser Dreiergrüppchen könnte jetzt aus 3 mal Kopf bestehen. Das heißt, wenn ich jetzt alle Möglichkeiten aufschreibe, die ich habe, dann habe ich 56 Möglichkeiten, wie hier 3 mal Kopf in 8 Würfen verteilt sein kann. Und das ist das, was ich hier oben einsetze. Also die Wahrscheinlichkeit, wenn ich da zurückkomme, also diese Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit 3 mal Kopf in 8 Würfen, schreibe ich das mal so, ich glaube, ihr wisst, was gemeint ist, das wäre dann also 56 geteilt durch 2 hoch 8. Nun, jetzt kann ich wieder ein bisschen herumspielen, kann ich sagen, 56, das ist ja 8 mal 7 geteilt durch 2 hoch 8 und 8 ist 2 hoch 3, da habe ich jetzt 2 hoch 3 mal 7 geteilt durch 2 hoch 8 und da bliebe mir also 7 geteilt durch 2 hoch 5. 7 geteilt durch 2 hoch 5, 2 hoch 5 ist 2 mal 2 ist 4, mal 2 ist 8, mal 2 ist 16, mal 2 ist 32, also 7 32stel. 7 32stel beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass ich eben 3 mal Kopf in 8 Würfen habe. Ja, das rechne ich mal mit dem Taschenrechner in Prozentzahlen um. Das heißt, ich brauche 7 und das teile ich durch 32. 21,88%. Also das sind hier 21,88%. 21,88% Wahrscheinlichkeit, in 8 Würfen 3 mal Kopf zu bekommen. Ich glaube, du siehst schon, das ist ganz praktisch. Du kannst ja jetzt jede beliebige Kombination ausrechnen. Ja? 25 mal Kopf in 100 Würfen, irgendwas in der Art, funktioniert alles recht leicht mit dieser Formel. Diese Berechnung hier, die wir tun, ist ja sehr abstrakt. Wir reden ja hier bloß von Dreiergrüppchen, die wir aus einer Menge von 8 Elementen bilden. Dass das jetzt 3 mal Kopf ist, ist ja jetzt nur eine mögliche Anwendung. Da genauso könnte ich sagen, ich habe 3 mal Zahl. Oder ich könnte sagen, ich habe 3 mal 5 bei einem Würfel. Also ihr seht schon, das ist sehr universell anwendbar, hier diese Berechenmethode. Und dazu wird es auch noch eine Menge Videobeispiele geben.